Die Stadt ist sehr spät erst entstanden, 1800 vor. Da ist im Nahen Osten schon jede andere große Stadt schon mehreren tausend Einwohnern schon vorhanden. Das ist die Stadt des jüdischen Tempels. Das ist die Stadt, in der die christliche Gemeinde entstand. Und das ist die Stadt, die der Islam 638 übernahm und wo er sein drittgrößtes Heiligtum hinbaute. Das heißt, die Religion macht die Stadt zu einer Bedeutung, nicht die Lage. Am Zionsberg liegt seine neueste Ausgrabungsstätte. Professor Dieter Viehweger. Der deutsche Theologe und Archäologe lebt seit Jahrzehnten in Jerusalem. In der heiligen Stadt forscht er mit den neuesten Hightech-Geräten und in den biblischen Texten findet er historische Quellen. So unterscheidet er in tatsächlich Nachweisbarem und Traditionen, bei denen der Archäologe dem Theologen das weite Feld des Glaubens überlässt. Ich habe ein volles Theologiestudium gemacht, ich habe hinterher ein volles Archäologiestudium gemacht und ich habe mich während des Studiums viel mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Und es ist natürlich ein Unterschied zwischen dem, was die Bibel sagt, zu speziellen Momenten, wie sie es bewertet und was sie. Aber es sind Menschen, die das tun. Und das, was wir ausgraben, das ist der natürliche Moment. Das ist der Moment, in der eine Stadt zerstört wird. Das ist das, wie Menschen gelebt haben. Das ist eine Kultur, die wir ausgraben. Und beides ist nicht immer ein Match zueinander. Das heißt, man darf nicht die Bibel als etwas ansehen, das direkt vom lieben Gott gekommen ist. Das meinen ja die Muslime und deshalb haben sie so viele Schwierigkeiten mit der Realität in dieser Welt. Alles ist vom Himmel gefallen, alles von Gott, es ist nichts interpretierbar. Nein, nein, unser Altes Testament ist von Menschen geschrieben, das ist für die Menschen damals geschrieben und wenn wir es heute verstehen wollen, müssen wir es auch für uns interpretieren. Was bedeutet es denn für uns noch? Mit dem Graben beginnt Viehwegers Team gleich nach Sonnenaufgang, solange die Tagestemperaturen noch erträglich sind. Die heutige Altstadtmauer liegt direkt hinter ihnen. Und was man hier sieht, ist eine Grabungsstelle, eine Altgrabung, die wir freigeräumt haben wieder und ein Friedhof, der vor uns liegt. Und eigentlich vermutet hier niemand, dass hier mal die Stadt Jerusalem war. Weil alle Leute sagen, ja, die Altstadt, die liegt doch hinter uns und dort ist alles passiert, worüber die Jerusalemer immer reden. Nein, nein, nein. Hier, wir sind im Süden der Altstadt, hier ist die wirkliche Altstadt. Und hier beginnt die Stadtentwicklung schon im 8. Jahrhundert vor Christus, während die Altstadt da oben 15. 16. Jahrhundert nach Christus ist. Die heutige Altstadt ist von einer 12 Meter hohen und etwa 4 Kilometer langen Mauer umschlossen, die Sultan Suleiman der Prächtige Anfang des 16. Jahrhunderts bauen ließ. In ihr liegen wie jeweils eigene Welten, ein christliches, ein muslimisches und ein jüdisches Viertel und das kleinste, das armenische. Jerusalem ist die heilige Stadt gleich dreier monotheistischer Weltreligionen, Hauptreiseziel und Sehnsuchtsort für Touristen und Pilger aus der ganzen Welt. Mit einer einzigartigen Fülle von Kultstätten. Für die Christen Stadt der Kreuzigung und Auferstehung Jesu, für die Juden Stadt der Tempel. Für die Muslime Stadt der Himmelfahrt Mohammeds. Und politisch höchst umstritten, weil sowohl von Israelis als auch von Palästinensern als ihre Hauptstadt beansprucht. Eine Stadt, die für Bewohner wie Besucher Glückseligkeit genauso wie Leiden verkörpert. Deshalb passt auch der Granatapfelsaft, für den Jerusalem berühmt ist, so gut zu dieser Stadt. Er schmeckt süß und bitter zugleich. Wie eine Ermahnung, sich gerade in Jerusalem nie mit dem ersten Eindruck der erstbesten Wahrheit zufrieden zu geben. Es wird immer gesagt, dass Jerusalem von Shalom kommt, von Frieden. Das ist leider falsch. Also die Stadt gibt es auch nicht hier. Das ist wahrlich keine Friedensstadt, sondern eher eine Stadt, in der Konflikte kreiert und ausgelebt werden. Nein, es kommt von Schalim. Das ist der Gott der Morgenröte. Offensichtlich war das mal früher in jebusitischer Zeit, als die Stadt gegründet worden ist, der Stadtgott. Die Jebusiter, eine kananäische Volksgruppe, gründeten um 1800 vor Christus an der Gichon-Quelle die Stadt Jerusalem. Die biblische Erzählung berichtet, dass König David Jerusalem um 1000 vor Christus erobert und sie zum Mittelpunkt seines Reiches gemacht hat. Die sogenannte Davidstadt liegt südlich des Tempelbergs.
gehen jetzt zu dem Ort, an dem alles in Jerusalem begann. Das heißt, dem Nukleus von Jerusalem. Das ist die Davidstadt. Und das ist eine ganz, ganz kleine Stadt von etwa 1000 Einwohnern gewesen. Und ringsherum gibt es doch nur kleine Felder, viele Steine und ein eher unwirtliches Land. Wer damals konnte, wohnte in der Küstenebene. Auch heute sind die Städte dort viel größer. Dort wohnen Tausende in einer Stadt. Hier sind 1000 Leute in einer Stadt schon. Wow, das ist also Wahnsinn, dass man überhaupt so etwas schafft. Also man muss immer die Kirche im Dorf lassen. Also es gab damals kein Aldi, es gab keine Lebensmitteltransporte. Es gab also nicht die Möglichkeit, von der Küstenebene die Leute hier oben stetig zu ernähren, sondern man lebte von dem, was man hatte. Wenn man nicht viel hat und die Berge geben nicht viel her, dann kann man nur eine kleine Stadt bauen. Und insofern war diese ungefähr 1000 Personen starke Stadt, Jerusalem, schon ein richtiger, riesiger Ort. Die Davidstadt ist heute ein archäologischer Park. Eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Jerusalems. Aber politisch umstritten, weil hinter ihr die siedlernahe Organisation El-Ad steckt. Das mit modernen arabischen Wohnbauten überzogene Gebiet wird seit einigen Jahren archäologisch untersucht. Dieter Viehweger beobachtet aufmerksam, was seine jüdischen Kollegen zutage fördern. Er ist beeindruckt von ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Ursprünge der Stadt. Ohne die nahe Gichon-Quelle wäre der Berg damals nicht besiedelt worden. Die Quelle ist das Herz, das die Stadt am Leben hält. Wenn wir an die Städte damals denken, ging es für deren Bewohner doch immer um zwei wichtige Dinge. Darum herauszufinden, woher sie ihr Wasser bekommen und wo sie dann strategisch am günstigsten die Stadt bauen. Denn es war wichtig, dass sich die Stadt in einer gut zu verteidigenden Lage befindet. Die Davidstadt ist definitiv gut zu verteidigen, denn sie liegt zwischen zwei Wadis. Aber genauso überlebenswichtig ist eben das Wasser. Mit der Gichon-Quelle hatte die Davidstadt quasi eine Wasserpumpe das ganze Jahr über. Außerdem eine gut zu schützende, was bedeutete, dass sie nicht nur in Friedenszeiten überlebensfähig war, sondern auch im Krieg dieses allerwichtigste Element zur Verfügung hatte. Und wir gehen jetzt runter und schauen uns die Quelle an. Wer die Davidstadt besucht, muss sich auf viele Treppen und dunkle und enge, unbefestigte Wege einstellen. Denn die Hauptattraktion liegt tief unter der Erde. Das beeindruckende Tunnelsystem, das damals die Versorgung der Stadt mit dem kostbaren Wasser sicherte. Ja, bei uns ist jeden Tag sehr viel los, weil viele Gruppen, Touristen, Schulklassen kommen. Die David City Stiftung hat sich sehr darum bemüht, dies zu einer wichtigen und gut verständlichen archäologischen Stätte zu machen, die die Geschichte von mehr als 4000 Jahren Stadt Jerusalem begreiflich macht. Die unterirdischen Wasserkanäle, angelegt, um auch im Belagerungsfall an Wasser zu kommen, boten allerdings auch einen Zugang zur Stadt. Dieses Schlupfloch nutzte laut biblischem Bericht König David mit seinen Männern, um in die Stadt einzudringen und Jerusalem zu erobern. Sein Sohn Salomon errichtete den ersten Tempel für Jahwe. Den besten Blick auf den Tempelberg, auf dem heute die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom stehen und den die Muslime Haram al-Sharif nennen, hat man vom gegenüberliegenden Ölberg. Nirgendwo sonst sind Judentum, Christentum und Islam so eng verbunden wie hier. Für die Muslime ist es nach Mekka und Medina der drittheiligste Ort, für die Juden der heiligste aller Heiligen. Warum ist der Ort jetzt für die Juden heilig? Die Juden haben hier ihren ersten Tempel gehabt, nicht in dieser Umfassungsanlage, sondern eben an dem Platz. Aber damals war das noch alles viel bescheidener und viel kleiner, so um 1000 vor. Und der ist von Salomo gebaut worden, so sagt uns das Alte Testament, zerstört worden von Nebukadnezar, dann wieder aufgebaut. Und so stand ein kleiner Tempel hier und Herodes der Große hat gesagt, das kann so nicht bleiben. So können wir im Römischen Reich überhaupt nicht wirklich ankommen. Wir wollen etwas Respektables bauen. Und dann hat er dieses Podium gebaut, auf dem er dort ungefähr, wo jetzt der Felsenturm steht, und zwar vom Felsenturm aus gesehen, in die westliche Richtung zur Stadt hin, den großen Tempel gebaut hat. Und dieser Tempel ist im Jahre 70 zerstört worden. Und jetzt kommt die große Tragik der Geschichte. 638 nehmen die Muslime diese Stadt friedlich ein. Der Sophronos, der die Stadt nicht mehr verteidigen kann, übergibt die Stadt an den Kalifen Omar. Und als der vom Damaskustor kommend in die Stadt einzieht, fragt der sich natürlich, wenn er die Christen an Ort und Stelle behalten will, und er hat sie auch wirklich nicht betrügt und hat sie nicht gedemütigt, wo könnte er denn jetzt seiner
Macht demonstrieren, wo kann er seine Religion ausüben. Und dann findet er natürlich diesen großen Platz, diesen repräsentativen Platz, völlig unbebaut, weil die Christen ihn nicht bebaut haben als den verworfenen alten Bonn. Und deshalb hat er nun die großen, wichtigen Heiligtümer des Islam dahin gebaut, den Felsendom und dann kurz darauf die Al-Aqsa-Moschee. Und so ist in einem Akt der Toleranz den Christen gegenüber, wir bauen nur Plätze, die ihr nicht braucht, eine Intoleranz zum Judentum entstanden, die natürlich jetzt in der geschichtlichen Weite wirkt. Und jetzt ist die Frage, wem gehört der Platz heute? Den Muslimen. Und am Ende der Tage hoffen alle die Leute, die hier liegen, kommt der Messias und dann baut er seinen Tempel wieder auf. Würden Sie sagen, dass sich hier in Jerusalem, und zwar genau hier an diesem Platz, Haram al-Sharif und Tempelberg, der Nahostkonflikt wie in so einem Brennglas widerspiegelt? Oder ist Ihnen das zu viel? Na, ich würde auf jeden Fall sagen, dass dieser Platz der Kernpunkt des Nahostproblems, also der Mutter aller Konflikte ist. Es ist wirklich die Überbauung des einen Heiligtums durch das andere. Und die Frage ist, wie ist das lösbar, dass jeder seinen heiligen Punkt hat. Jeder begreift sie als seine Stadt, aber das ist eine jüdische Stadt. So, das darf man sagen und das muss man sagen. Das ist auch eine christliche Stadt und das ist auch eine muslimische Stadt. Das Problem wird nur, wenn man den anderen abstreitet, dass es nicht auch in gleicher Weise die Stadt der anderen ist. Also wenn die Leute und wenn die Religionen lernen würden zu sagen, das ist unsere gemeinsame Stadt oder das ist meine Stadt, aber es ist auch deine Stadt, wenigstens diese Sache, wenn man so etwas sagen könnte, dann wäre man am richtigen Punkt. Der Zugang zum Tempelberg über die hölzerne Rampe an der Klagemauer ist nur an bestimmten Tagen wenige Stunden für nicht-muslimische Touristen geöffnet. Und man muss immer damit rechnen, dass er ganz untersagt wird. Das, was wir heute sehen, ist kurz vor 700 gebaut. Und ihm korrespondiert der Bau nach dem 7. Jahrhundert, die Al-Aqsa selber, also die Moschee, an der verehrt wird, dass hier der Prophet Mohammed hergekommen ist, nämlich mit dem Pferd Burak und dann von diesem Felsen in den Himmel gestiegen ist, dort mit Gott geredet hat und viele, viele Informationen bekommen hat, wie zum Beispiel, dass die Muslime nicht ihr ganzes Leben lang fasten müssen, aber auch nicht ohne Fasten auskommen. Es muss den Ramadan geben, also einen Fastenmonat. Und andere Dinge hat er bekommen und dann ist er wieder zurückgeritten Richtung Mekka mit dem Pferd durch die Luft. Von diesem Felsen also ritt der Prophet nach islamischer Glaubensvorstellung in den Himmel. Und hier soll die Bundeslade mit den 10 Geboten im ersten jüdischen Tempel gestanden haben. Hier sollte Abraham nach jüdischer Überlieferung seinen Sohn Isaak opfern. Auf dem Vorhof vertrieb Jesus laut Matthäus Evangelium Händler und Geldwechsler und lehrte selbst im Tempel. Das ist im Orient ganz üblich. Der neue Herrscher baut auf dem, wo die früheren Leute auch ihre Heiligtümer hatten. Es gibt also eine Heiligtumskontinuität. Das ist heute für den Konflikt wirklich das Problem schlechthin, weil wir haben ja das Problem, wie könnten die Juden wieder zu ihrem Tempel kommen. Und da gibt es die glückliche Lehre der Rabbinen, die wirklich großartig ist, dass sie sagen, das macht der Messias am Ende der Tage. Und bis dahin haben wir uns überhaupt nicht drum zu kümmern. Und 1967 hat auch Moshe Dayan eben einem islamischen Wakf, einer Stiftung, die Verwaltung dieses Gebietes angeboten. Und das tun sie bis heute. Es gibt Auseinandersetzungen, das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Aber eigentlich vom grundlegenden Prinzip ist das gut geregelt. Der oberste Chef und Vertreter des WAKF ist der jordanische König. Und das steht im Friedensvertrag zwischen Jordanien und Israel verbürgt. Und insofern sind die Dinge eigentlich, wie sie hier laufen können, gut geregelt. Und am Ende der Tage wird der Messias dann alles regeln. Und wenn er kommt, würde er das dann auch tun. Der einzige Überrest des zweiten Tempels und das bedeutendste Heiligtum der Juden ist heute die 48 Meter lange und 18 Meter hohe Klagemauer an der Südwestseite des Tempelbezirks. Nach der Eroberung Ostjerusalems von Jordanien im Sechstagekrieg 1967 ließ Israel das bis dahin dicht bebaute Areal freiräumen, sodass genug Platz für fromme Juden, Touristen und Pilger ist. Viel weniger bekannt als der große Mauerabschnitt ist die kleine Westmauer im muslimischen Teil der Altstadt. Sie liegt näher am Allerheiligsten des Tempels und stellt den Zustand der Klagemauer von 1967 dar.
Die Klagemauer, die Westmauer oder die Kottel, das sind drei Namen für das Gleiche. Das ist heute der wichtigste Platz für das Judentum, um bei Gott anzubeten, um ihrem Gott Gebete darzubringen. Und das hängt jetzt damit zusammen, dass das Judentum ja 70 nach den Tempel verloren hat, der da drüben stand. Und ostwärts ausgerichtet war, das heißt im hinteren Teil, dem Teil zu uns zu, war das Allerheiligste, wo Gott wohnte. Wenn man nun die Wohnung Gottes verloren hat, weil sie verbrannt ist, weil sie zerstört ist durch die TuS, dann fragt man sich natürlich, wie komme ich zu diesem heiligen Platz wieder? Der war ihnen aber verboten, Jerusalem war ihnen verboten. Und erst im 4. Jahrhundert dürfen die Juden wieder hierher kommen. Sie dürfen wieder zu dieser Stelle gehen, und zwar an Tisha B'Av, an dem Ort, an dem Tag, an dem man der Tempelzerstörung gedenken kann. Dann kam man hierher, nimmt Kontakt mit Gott auf, man lehnt sich gegen die Mauer oder man betet vor der Mauer und klagt natürlich auch über die Tempelzerstörung, deshalb auch Klagemauer. Und wenn es den Juden gestattet war, nach Jerusalem zu kommen, war das ihr Platz, so möglich nah an Gott heran, wie es nur immer geht, so möglich nah heran an das Allerheiligste. Jeder Jude weiß, Gott ist unsichtbar, Gott ist unverfügbar, aber jeder weiß auch, da drüben in dem Tempel, da hatte er einen Thron und da hat er unsichtbar drauf gesessen. Das heißt, hier war er auch anwesend, die Schechina Gottes, also die Anwesenheit Gottes, die ist hier. Und immer wieder kommt es hier, am Schnittpunkt der Religionen, zu Gewalteskalationen. Im Jahr 2000, als der damalige israelische Oppositionsführer Ariel Sharon den Tempelberg besuchte, machte er den Anspruch Israels auf das ganze Stadtgebiet deutlich und löste damit die zweite Intifada aus. Jede kleinste Veränderung am sensiblen Status quo, also den kompliziert ausgehandelten Abmachungen zwischen Israelis, Palästinensern und der jordanischen Tempelbergverwaltung, wird mit Verletzten oder gar Toten bezahlt. Im Sommer 2017 kam es zu massiven Unruhen, als die israelischen Sicherheitskräfte nach dem Mord an zwei Polizisten Metalldetektoren am Zugang platzierten. Und zuletzt zeigte sich nach der Entscheidung von US-Präsident Trump, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen, wie explosiv die Mischung aus Politik und Religion sein kann. Der Konflikt, so wie er sich jetzt zuspitzt, wie er auch eben mehr nicht nur politisch, sondern auch religiös motiviert wird, der ist derzeit einfach nicht lösbar. Für mich ist ja eine Religion einfach etwas, was frei macht, was befreit, was jede Frage zulässt, was Toleranz und rücksichtsvolle Lebensweise mit sich bringt. Also alles das, was wir mit Ethik umschreiben und so weiter. Wir haben hier Juden, wir haben Christen, wir haben Muslime. Und wenn man sich deren Entstehung vorstellt, ne, also dann ist doch völlig klar, wir kommen aus dem Judentum. Von uns her hat Mohammed gelernt, Mohammed hat von den Juden in Mekka und Medina gelernt. Wir stehen alle in einer Wurzel, wir glauben auch noch alle in den gleichen Gott. Dass man aber dann nun sagt, das ist mein Abraham und nicht dein Abraham, dass man die Religion nicht in Respekt leben kann. Also Geschichte ist kein Schicksal, also Geschichte kann verändert werden. Und wenn wir Geschichte als Schicksal anschauen, da haben wir verloren, da kann ich auch gehen. Ne? Also ich möchte schon etwas mitgestalten, ich möchte schon ausgleichend wirken. Und dann muss ich auch einen langen Atem haben, es wird wieder Chancen geben, es wird auch wieder eine Friedenssituation geben, wie mit Arafat und Rabin, 94, 95. Aber gerade im Moment sieht es nicht so aus, aber es ist nicht hoffnungslos. Der zweite Fels neben dem Tempelberg, der Millionen Menschen in die Stadt zieht, ist Golgatha, Ort der Kreuzigung Jesu. Diese beiden Felsen machen das spannungsgeladene Magnetfeld Jerusalems aus. Beide ragen aus dem kalkigen jerusalemitischen Stein, der bei Tag so viel Licht aufsaugt, dass die Stadt wie ein einziger steinerner Körper stumpf wirkt. Am Abend aber dieses Licht verschwenderisch ausgießt, die Stadt in zarten Nuancen zum Leuchten bringt, rosa, bläulich, Wüstenfarben. Die Erkundung von Golgatha beginnt am besten morgens um 4 Uhr. Mit dem täglichen Öffnungsritual der Grabeskirche. Mönche, die ihnen übernachtet haben, reichen eine Leiter, damit Rahib Nusseibeh und Adib Choda ihrer ehrenvollen Aufgabe nachkommen können. Ihre beiden muslimischen Familien teilen sich seit Jahrhunderten die Schlüsselgewalt über die Kirche,
weil die für das Gotteshaus zuständigen 6 christlichen Konfessionen über die Nutzungsrechte hoffnungslos zerstritten sind. Wir halten uns jetzt an die Regelung des berühmten Herrschers Saladin aus 1187, wonach meine Familie die Schlüssel verwaltet, mit denen dann die Familie von Ra'ed Nusseibeh die Kirche öffnet und schließt. Und es kann vorkommen, dass der erste Besucher ein Traktorfahrer ist, denn in der weiträumigen, labyrinthischen heiligen Stätte aus der Kreuzfahrerzeit sind eigentlich ständig Renovierungsarbeiten. Aber auch die ersten Touristen kommen schon am frühen Morgen zu dem Ort, an dem Jesu gekreuzigt und begraben wurde. Die Grabkapelle ist frisch renoviert. 70 Jahre lang war sie unter einem Gerüst verborgen, das den Einsturz gerade so verhindert hat. So lange konnten sich die zerstrittenen christlichen Konfessionen nicht über die dringend nötigen Renovierungsarbeiten einigen. Großer Andrang herrscht auch am Salbungsstein, auf dem der Leichnam Jesu gebettet und gesalbt wurde. Fast wie auf einem Basar. Das ist eine orientalische Kirche und die sind wir nicht gewöhnt. Hier darf man drängeln, hier darf man schubsen, hier darf man lange anstehen. Und dann rücken uns die Nächsten schon auf die Beine, weil sie auch schnell in das Grab rein wollen und so weiter. Es ist eine völlig orientalische Kirche, in der Unordnung herrscht und nicht immer nur die weißgetünchten Wände, die völlige Andacht, die völlige Ruhe. Nein, hier geht es ganz anders zu. Die orientalischen Christen und die lateinischen Christen in ihrer inneren Weise ganz verschieden glauben. Der lateinische Christ, der fragt immer, ist das wahr? Also das ist auch die Frage, die Sie mir gestellt haben. Ist das am richtigen Ort? Was macht es mit Ihnen, wenn das der richtige Ort ist? Und dann freuen Sie sich darüber und so weiter. Also kann ich das beweisen? Ist immer die Frage des lateinischen Christen, werde ich jetzt hier mit einer Geschichte abgespielt oder ist das am richtigen Ort? Und dann können wir auch was draus machen. Der orientalische Christ, der geht viel mehr davon aus, das ist ein wunderbarer Ort. Hier ist ein Wunder passiert. Und hier passieren auch Wunder. Und deshalb ist das für mich der Platz. Der fragt nicht nach dem Historischen. Das ist für ihn völlig selbstverständlich. Das ist undiskutabel. Das war hier. Aber der will hier etwas Mystisches erleben und etwas ganz Besonderes. Man kauft diese dicken Packen von 20, 30 Kerzen. Man geht damit ins Grab. Man hat es am heiligen Feuer angezündet, dann natürlich sofort wieder ausgemacht, damit man ja, wenn man nach Hause kommt, die Lieben damit beschenken kann. Das ist eine Kerze, die hat das heilige Feuer in sich. Also der Orientale, der möchte viel mehr etwas erleben. Der möchte viel mehr sagen, ich bin Anteil, ich habe Anteil an dem Ganzen gelungen. Und er fragt nicht so sehr, ist das mal hier der richtige Ort gewesen? Und war Jesus 3 Meter weiter links oder 3 Meter weiter rechts? Das ist gar nicht deren Frage. Lange Zeit war der Archäologe Viehweger der Überzeugung, dass Golgatha eine Fiktion ist. Aber dann stieß er bei Grabungen auf einen Felsen, der weit vor Jesu Geburt bearbeitet worden war. Der Beweis, dass hier der Steinbruch des alttestamentalischen Jerusalem lag. Dann entsteht Golgatha hier, weil es so weiches Gestein ist, dass die Bauleute von Herodes dem Großen lieber ringsherum gebaut haben und das unnütze Gestein, das leichte, weiche, gar nicht abbauen wollten, weil es hätte sowieso nicht gereicht. Nach 50 Jahren wäre die Stadtmauer zusammengebrochen, das Haus zusammengebrochen, der Tempel hätte schlimm ausgesehen. Das wollte man ja gar nicht eingehen, so ein Risiko. Deshalb ließ man Golgatha stehen. Viele Leute denken immer, es ist ein natürlicher Berg. Nein, Golgatha ist kein natürlicher Berg, es ist ein Steinbruch-Überbleibsel. Und Golgatha ist auch keine Hinrichtungsstätte, sondern Golgatha ist schlicht und ergreifend erst einmal etwas Sinnloses, was man nicht brauchte. Von der Grabeskirche sind es nur wenige Schritte zur evangelisch-lutherischen Erlöserkirche. Sie steht auf den Überresten der Gärten, die zu Jesu Zeiten rund um den Felsen Golgatha lagen. 1893 wurde auf dem Gelände, das zu dieser Zeit den Preußen gehörte, der Grundstein zu einer Kirche gelegt. Sie sollte die alte abendländische Tradition in nächster Nähe des Heiligen Grabes fortsetzen, als Zentrum des Protestantismus im Heiligen Land. Sie ist 1898 vom deutschen Kaiser Wilhelm II. Eröffnet worden, der dafür extra nach Jerusalem gereist ist. Willkommen in der Erlöserkirche. Hier schlägt mein Herz natürlich insbesondere. Das ist nicht nur das Zentrum von Jerusalem, sondern auch das Zentrum meines Jerusalem. Denn hier unter der Kirche konnten wir als Institut ausgraben und haben da viele Dinge entdeckt, von denen wir von weg nur geträumt haben.
als man 5 Jahre vorneweg angefangen hat, die Kirche zu bauen, hat man sie auf einen ganz bestimmten Grund hier gebaut, weil hier war die Grabeskirche ganz in der Nähe. Wir sind unmittelbare Nachbarn. Und das Zweite, was wir hier haben, ist die Tatsache, dass wir auf einer Kreuzfahrerkirche bauen. Die liegt 2,10 Meter unter uns. Und der Kaiser wollte ein neuer Kreuzfahrer sein, ohne Schwert, aber eben mit der Befreiung der heiligen Stätten für die Christenheit. Bei den Ausgrabungen für das neue Fundament stießen die Arbeiter auf eine Mauer, die vermeintliche Stadtmauer zu Zeiten von Herodes dem Großen, also zu Zeiten Jesu. Sie galt damals als der Beweis, dass der Golgatha-Felsen in der Grabeskirche, so wie einst im Neuen Testament beschrieben, außerhalb der Stadtmauer lag, es sich also um den tatsächlichen Ort der Kreuzigung handelte. Und nun kam die neue Erkenntnis. 1893, 5 Jahre vor der Einweihung der Kirche, findet man diese Mauer, sagt, das ist die Mauer, die Herodes der Große gebaut hat, das ist in der Stadt, da sind wir außerhalb der Stadt und jetzt liegt das Gebiet der Grabeskirche draußen. Jetzt kann das stimmen. Und die katholischen Christen waren unendlich glücklich darüber. Die evangelischen eigentlich auch, denn einer von den Iren, Konrad Schick, hatte es herausgefunden, wo die Stadtmauer war. Der Kaiser war noch glücklicher, dass sich evangelisch und katholisch Christen einmal nicht stritten und legte auf diese Mauer der Verständigung, der Vereinigung seinen Grundstein. Der Kaiser rief durch einen Hoheitsakt das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes ins Leben, das Dieter Viehweger heute leitet. Im Jahr 1900 werden wir gegründet mit der Unterschrift des Kaisers. Demzufolge sind nun alle glücklich, auch wir als Archäologen, dass der Kaiser uns gegründet hat. Aber es bleibt ein kleiner Makel dabei, das heißt ein ganz großer Makel. Diese Mauer, die hier unten durchgeht, war mitnichten die Stadtmauer. Und dieses ganze Konstrukt von der Stadtmauer und draußen und drinnen hat sich sehr bald als obsolet entwickelt. Das heißt, unser Institut ist aufgrund einer Falschmeldung gegründet worden. Die Tatsache, dass die Orte des biblischen Jerusalems so schwer nachzuvollziehen sind, liegt an der blutigen, wechselvollen Stadtgeschichte. Herodes, der ab 37 vor Christus herrschte, hatte den Tempelplatz prächtig ausbauen lassen. Aber als sich die Juden gegen die römische Herrschaft auflehnten, traf Kaiser Titus 70 nach Christus einen grausamen Entschluss. Im Jahre 70 wird nämlich diese Stadt katastrophal zerstört. Da kommt Titus und beendet den jüdischen Aufstand ganz blutig und ganz drastisch. 60 Jahre lang bleibt die Stadt in Schutt und Asche. Und erst Hadrian im Jahr 132 beschließt, die Stadt wieder aufzubauen. Sie heißt auch nicht mehr Jerusalem, weil die Juden, die hat er gehasst ohne Ende. Die müssen jetzt auch das Land verlassen. Es war nicht Titus, sondern es war Hadrian, der sie vertrieben hat. Und mit den Juden vertreibt er auch die Juden Christen, denn er hat die überhaupt nicht verstanden, dass Christen keine Juden sind, sondern wir sind ja eigentlich und auch uneigentlich eine jüdische Religionsgemeinschaft. Wir kommen vom Judentum her. Als der Hadrian hier arbeitet, baut er einen Riesenbau da oben hin, wo heute die Grabeskirche ist. Denn da haben die Christen Golgatha verehrt. Und dann baut er genau über den Felsen einen Aphrodite-Tempel, um zu sagen, das ist meiner. Und das gehört meinen Göttern. Und in diese Stadt kommen im 4. Jahrhundert die Christen wieder. Und in dieser Stadt fragen sie sich, wo ist das alles passiert? Dann bedurfte es zur Zeit Konstantins eines großen Wissenschaftlers, und der war Eusebius von Caesarea, der gesagt hat, jawohl, das ist da völlig klar, wir brauchen die Grabeskirche an der Stelle, wo der Aphrodite-Tempel steht. Er hat schriftliche ausgewertet und er hat auch logisch nachgedacht, wo könnte was gewesen sein. Und er findet demzufolge Golgatha unter dem Hadrianstempel wieder. Und deshalb sagt er, der Tempel muss weg. Und er ließ an der Stelle die Grabeskirche bauen, die die beiden damaligen Kirchentypen verband, die Basilika und den Zentralbau. Diese Kirche wurde 1009 von Kalif al-Hakim zerstört. Unter anderem deshalb bricht die Kreuzfahrerzeit aus. Also man kommt hierher mit Waffengewalt und baut dann die Kirche neu auf. Und Sie sehen jetzt, die Kreuzfahrer bauen die Kirche hin zum Grab. Eigentlich mehr über den Innenhof. Der ganze Bereich der Riesenkirche bleibt seither frei. Und so entsteht eine Kreuzfahrerkirche, die im Höchstfall ein Drittel der ursprünglichen konstantinischen Basilika ausmacht. Mitten durch den arabischen Suk, den Markt,
Vorbei an Souvenirhändlern und etlichen Restaurants führt die Via Dolorosa. Die Straße der Schmerzen, die Jesus gemäß der Überlieferung nach seiner Verurteilung bis zur Hinrichtungsstätte Golgatha sein Kreuz tragen musste. Täglich bahnen sich hier Pilgergruppen ihren Weg. Am eindrucksvollsten ist es am Karfreitag, wenn Tausende von Menschen aus der ganzen Welt den Leidensweg bis zur Kreuzigung nachvollziehen. Es war ein so grausames Unternehmen. Es war nicht einfach eine Hinrichtung, sondern es war eine Hinrichtung, die darauf bestanden hat, dass es möglichst lang dauert, dass möglichst viele Schmerzen sind, dass der Mensch eigentlich viel zu spät stirbt. Also dass er schreit, tobt bis zum Schluss. Und das konnte sich ja über einen ganzen Tag hinziehen. Der Kreuzigungsgrund konnte sein Vergewaltigung, Mörder oder Totschläger, was auch immer. Und in dem Fall eben der behauptete, der König der Juden zu sein, und das ist Amtsanmaßung, und das ist vor allen Dingen gegen die Römer, und das ist Aufwicklung, und deshalb muss er weg. Ein solches Event passiert nicht im Nichts, sondern wenn man dann zum Hinrichtungsort gebracht wird, ist das wie in der Hexenverbrennung im Mittelalter oder, wenn ich was ganz Böses sagen darf, wie beim Autounfall, wenn die Leute alle dastehen bleiben und gaffen. Gaffa gab es immer und das war ein Event und dann sind die Leute zu unserer Kreuzigung gekommen und sind dann eben in Massen hingegangen und haben sich auch irgendwie der Sache erfreut, die da passiert ist, oder haben das als Event hingenommen. Und Sie müssen sich vorstellen, jetzt wird nun dieser arme Mensch, und in dem Fall waren es drei, die werden durch die Gegend getrieben. Die Leute spucken sie an, die Leute benehmen sich furchtbar denen gegenüber, das sind sowieso Leute, die gleich sterben werden. Beim Spektakel auf der heutigen Via Dolorosa liegen tiefe Frömmigkeit und profanes Geschäftstreiben eng beieinander. Sicher ist, der Straßenverlauf mit den 14 ausgewiesenen Stationen entspricht nicht dem der damaligen Zeit. Als die Christen hier wieder herkamen im 4. Jahrhundert, dann fanden sie natürlich nicht den Wegweiser, hier geht's zur Via Dolorosa, sondern sie mussten sich ihre Stellen, an denen Jesus gewesen war, an denen Jesus gelitten hatte, selber wieder erschließen. Und an einer Stelle war es ganz einfach, nämlich da, wo es um den Berg Golgatha ging, weil das in der Tradition der Christenheit durch auch die ganzen Pilgerzeiten hindurch bis ins 4. Jahrhundert gut aufgeschlüsselt war und gut erhalten geblieben ist. Aber die Via Dolorosa selber nicht. Und deshalb hat man im 4. Jahrhundert nachgedacht, Jesus muss ja von Pontius Pilatus gekommen sein, die neutestamentlichen Berichte schildern das. Aber auch nur der Römer selber, der verantwortliche römische Prokurator, konnte nur das Todesurteil aussprechen. Und dann fragte man sich, wo hat der gesessen? Und das kann nur an dieser Stelle sein, sagen die Christen im 4. Jahrhundert, weil das das größte Gebäude ist. Und so zieht man die Via Dolorosa von diesem Gebäude, das heute Schule ist, durch die hadrianischen Straßen, die es heute noch gibt, also die heutige Straßenführung ist hadrianisch, stammt aus dem 2. Jahrhundert, durch alle Winkel hindurch bis nach Golgatha hin. Das heißt vom falschen Ursprungspunkt zum richtigen Schlusspunkt dieser letzten Schritte von Jesus. Man weiß heute, dass der Palast, in dem Herodes der Große residiert hat und später natürlich auch die Prokuratoren, wozu eben Pontius Pilatus gehörte, dass der an einer anderen Stelle gestanden hat, nämlich ganz in der Nähe des Jaffa-Tores, südlich davon, da wo heute die Polizeistation ist. Da ist unten drunter nun inzwischen auch die Ausgrabung erfolgt und man kann sich den Palast sehr gut vorstellen und man kann ihn auch zum Teil schon betreten. Gab es dann keine Überlegung zu sagen, jetzt machen wir es mal vom richtigen Palast aus? Ja, das würde uns auch historisch nichts bringen, weil die Via Dolorosa 14 Meter unter dem heutigen Niveau ist. Also man müsste eigentlich Tunnel bauen. Und das wäre, glaube ich, auch nicht im Sinne der Menschen, die das hier laufen. Das ist eine Gedächtnisroute. Wir gedenken seit 1600 Jahren daran, dass Jesus hier seinen letzten Weg gegangen ist. Und auch wenn es historisch nicht ganz, also topografisch stimmt, so ist es doch eine schöne Route, an die man sich gewöhnt hat, die man traditionell läuft. Der heutige Verlauf der Via Dolorosa geht auf Helena, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin, zurück. Sie kam im Jahr 325, damals schon im Alter von 75 Jahren, nach Jerusalem, um nach den biblischen Orten zu suchen. Helenas Sohn Konstantin hatte den Christen ein gutes Jahrzehnt zuvor Glaubensfreiheit zugesichert. Die Verfolgungen der vergangenen Jahrhunderte waren vorüber
Man ahnte bereits, dass das Christentum in wenigen Jahrzehnten zur römischen Staatsreligion erhoben wird. Die ersten, die das Christentum zur Staatsreligion machten, waren aber die Armenier im Jahr 301. Deshalb entwickelte sich in Jerusalem ein eigenes armenisches Viertel. Für Touristen ist nur die Jakobuskathedrale zugänglich. Es gibt im Innern des Viertels keine Cafés oder Geschäfte. Das einzige Zugangstor schließt am Abend mit unerbittlicher Strenge um 22 Uhr. Hinter den hohen Mauern haben die Armenier sogar einen eigenen Sportplatz, eine Bibliothek, eine eigene Schule. Für insgesamt 800 bis 1600 Menschen, so genau weiß oder sagt es niemand. Nur, dass es immer weniger Bewohner werden. In der Jakobuskathedrale wird zweimal am Tag Gottesdienst gefeiert. Der erste Bau wurde beim Einfall der Perser 614 zerstört. Die heutige Kathedrale stammt aus dem 12. Jahrhundert. Der Überlieferung nach ließ Herodes hier den Apostel Jakobus hinrichten und den Kopf Maria überbringen. Wenn Sie die ganz alten Traditionen sehen, ob die nun stimmen oder nicht, dann seien die ersten Armenier nach Jerusalem gekommen, und zwar mit Hadrian, mit den Soldaten. Das kann so sein, das mag nicht so sein. Aber dass die Armenier nun gerade in Jerusalem ein eigenes Viertel bekommen haben, ist ja auch für das Christentum eines der großen Probleme. Wir haben ein christliches Viertel, wir haben ein muslimisches Viertel, wir haben ein jüdisches Viertel und wir haben die Armenier, als wären sie keine Christen. Aber das haben wir über Jahrhunderte auch behauptet, weil sie eine andere Vorstellung hatten über die Frage, wer ist denn dieser Jesus und dieser Christus, Gott und Mensch, und wie ist die Trinität zu denken. Und Hand aufs Herz, da werden heute 100 Christen auch 100 verschiedene Antworten haben. Aber wir haben sie dann auch einfach abgestempelt als die Heretiker und sie gehörten nicht zu uns. Der Soziologe und Historiker George Hindlian ist einer der prominentesten Hüter des Viertels. 1945 in Jerusalem als Sohn armenischer Flüchtlinge geboren, spricht und publiziert er in 6 Sprachen. Kurz gesagt, das ist ein armenisches Dorf, in dem armenisch gesprochen wird. Wir fühlen uns aber natürlich sehr stark als Teil Jerusalems. Aber wir halten genauso selbstverständlich an unserer Identität fest. Die Armenier in Jerusalem haben eine sehr lange Tradition. Wir haben unseren privaten Raum und sind gleichzeitig Teil des öffentlichen Lebens in Jerusalem. Ziel war es damals auch nicht, ein armenisches Viertel zu schaffen, sondern ursprünglich ging es darum, ein Netzwerk und Infrastruktur für den Empfang der christlichen Pilger aufzubauen. Und je mehr Pilger kamen, umso größer wurde die Infrastruktur. So entstand das armenische Viertel. Aber auch vor allem während des Genozids 1915 bis 1918 suchten hier im Viertel viele Armenier Unterschlupf. Aus dem israelisch-palästinensischen Konflikt versuchen sich die Armenier herauszuhalten. Sie identifizieren sich mit keiner Seite, spüren aber natürlich die Auswirkungen. Aber ich mache mir Sorgen, was die Zukunft betrifft. Denn eine Stadt ohne Frieden kann nicht fortbestehen. Der Konflikt beeinflusst die Jugend. Wir Älteren können eher damit umgehen. Wir haben unsere Identität hier gefunden. Wir wissen, wer wir sind und was wir tun. Aber die Jugend wird beeinflusst durch einen Konflikt, der immer intensiver und extremer wird. Und je tiefer man vordringt, umso verwunschener und ruhiger es wird, desto näher kommt man dem berühmten schreienden Stein. Der Durchgang führt zum Kloster der Heiligen Erzengel, erbaut um 1300, dem Haus des Hohepriesters Hannas. Wir sehen ja hier einen ganz alten Stein, das ist ein wiederverwendeter Stein. Man sieht auch hier, dass der auch einen Randkantenschlag hat, nur dass der Spiegel relativ hochgelassen ist. Die Geschichte, die sich mit dem Stein hier verbindet an dieser Stelle, ist die, die hier oben dargestellt wird im Evangelium, dass Jesus sagt, wenn einmal die Situation eintritt, dass ihr, meine Jünger, euch alle, weil ihr euch ängstigt oder so, nicht mehr über mich redet und nicht mehr von meiner Mission erzählt, dann werden die Steine schreien. Und das ist der Stein, der dann schreien wird. Und der dann die Geschichte über Jesus weiterzählen wird, wenn kein Mensch mehr davon reden wird, weil er Angst hat. Und der Olivenbaum an der nordöstlichen Ecke der Kapelle gilt seit dem 15. Jahrhundert als der Baum, an dem Jesus während der Geiselung gefesselt war.
Im Mittelalter wollten die Gläubigen alles ganz genau wissen, Beweise für ihre Detailfragen sehen. Also mussten die Armenier Antworten geben. Und so haben sie gesagt, das ist der berühmte Baum. Heute wissen wir, dass der Olivenbaum erst 800 Jahre alt ist. Aber offiziell ist es eben der Baum, an dem Jesus festgebunden wurde. Damit gilt für diesen Olivenbaum wie für ganz Jerusalem: Glauben, Überlieferung und Wissen sind nicht immer miteinander vereinbar. Das gilt auch für eines der Wahrzeichen der Stadt, die Zitadelle neben dem Jaffa-Tor, durch das viele die Altstadt erstmals betreten und die im Volksmund nach dem König der Juden, David-Turm, benannt wurde. Also schlicht und ergreifend, diese David-Zitadelle hat nichts mit David zu tun. Das Grund Outfit dieser David-Zitadelle kommt von Herodes her. Und das Aussehen heute verdankt sie Süleyman dem Prächtigen, ist also mittelalterlich. David hat hier nie gebaut. Er hat unten in der Davidsstadt gesessen, die sie heute seinen Namen trägt, also in Silvan. Und das ist außerhalb der heutigen David, der heutigen Altstadt. Und hier, das ist nur einfach alles Große, alles Kräftige, alles Wichtige, muss etwas mit David in Jerusalem zu tun haben. So hat man ihr den Namen gegeben. Aber sie hat keine Wurzeln. Genauso wenig stimmt die Legende, dass gleich hinter dem Jaffa-Tor die Gräber der beiden Baumeister liegen, denen im Auftrag von Sultan Suleiman der Bau der Altstadtmauer oblag. Hier haben wir zwei Gräber mit einem Turban auf dem Epitaph. Und man fragt sich natürlich, was soll das inmitten der Stadt Jerusalem und vor allem innen am Jaffa-Tor? Als Suleiman der Prächtige wiederkam und gesehen hat, dass diese Stadt und diese Stadtmauer prächtig erbaut war, aber der höchste Teil der Altstadt, nämlich der Zionsberg, außerhalb der Stadtmauern war und Kaiser Karl V., wenn er denn gekommen wäre, da seine Kanonen hätte draufstellen können und Zielschießen in die Stadt machen könnte, hat er die zwei Baumeister nehmen lassen, hat sie köpfen lassen und hat sie hier zum Schrecken aller ausstellen lassen für alle Leute, die Bausünden begehen. Auch das ist eine falsche Erzählung. Man erzählt sie gern, weil sie so schön geglaubt werden kann und weil sie so vielen Menschen so ein Lächeln über die Lippen bringt. Also nicht immer glauben, was in dieser Stadt erzählt wird. Immer nachfragen, wo etwas wirklich geschah und was geschah. Das ist in Jerusalem, glaube ich, zweimal wichtig. Deshalb also forscht er weiter, aktuell am Zionsberg außerhalb der Stadtmauern, nach der Wahrheit in dieser religiös wie politisch so umstrittenen, aber auch faszinierenden Stadt. Der Theologe und Archäologe Dieter Viehweger, genauso leidenschaftlich wie nüchtern, mit der Bibel in der einen und hochmodernen Hightech-Geräten in der anderen Hand und dem einzig sicheren Wissen, egal was sie hier noch zutage fördern, Jerusalem bleibt ein Spannungsfeld zwischen Glauben, Wissen und Hoffen.